ich klein war, hat mir mein Vater immer von dieser einen Klippe erzählt. Ganz weit weg, in einem fernen Land. Laut einer Sage soll es die Klippe sein, durch die die Männer ins Leben kommen. In seiner Jugend ist er dort zum Mann geworden. Er hat immer versprochen, eines Tages mit mir dorthin zu fahren, damit auch ich meinen großen Sprung wagen kann. Wir müssen reden. Schon besser, ja. Also, du fragst dich bestimmt, wo wir hier sind. Soll ich ehrlich sein? Ich weiß es auch nicht. Aber das ist auch egal, oder? Weil darum geht es hier nicht. Es geht um uns beide. Um dich und mich. Was? Wolltest du irgendwas sagen? Ich hab dich jetzt nicht ganz verstehen können. Nein? Ach so, du hast gar nichts gesagt, weil du nie etwas sagst, außer Geschichten vielleicht, alles Geschichten. Aber gut, gut. Zumindest habe ich jetzt ein bisschen Zeit, dir ein paar meiner Geschichten zu erzählen. Und du brauchst gar nicht denken, dass die ein gutes Ende haben. Weil das haben sie nicht. So einfach kommst du mir nicht davon. Ich hole mir meine Zeit, die mir zusteht. Wirst schon sehen. Wirst schon sehen. Hat mir mal erzählt, dass es jemand missfallen hat, wenn ich mit den Puppen gespielt habe. Das sei nicht männlich, ja. Ja. Aber feige seine Familie verlassen, ja. Von einem Tag auf den nächsten. Und dann irgendwann einfach wiederkommen. Und dann noch weniger anwesend sein, als in der Zeit, wo man weg war. Ja, das ist stark. Das ist echt stark. Ja. Ich erzähl dir mal was.
Ich habe diese ganze Scheiße nie gemocht. Okay? Weder Bagger, noch Autos, noch Fußball. Ja, also, wenn er jetzt noch auf Männer steht, hui, ja, das wäre gefährlich, ja. Tue ich zwar nicht, aber wer weiß, kann ja noch werden. Ja, warum nicht? Grinst nicht so scheiße. Dein Grinsen wird dir noch im Urnenhals stecken bleiben. Warte ab. Warte. Beine hast du nicht, ein Grab auch nicht und umdrehen kannst du auch nicht. Das ist mal genug tun. Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Sollte ich vielleicht öfter tragen. Schon besser. Schon besser. Es gibt so viele Dinge, die einen am Leben halten. Wie Wörter zum Beispiel. Liebe Wörter. Hast du das gewusst? Nee? Stimmt, du warst ja gar nicht da, als ich angefangen habe, mich für die ersten Dinge zu interessieren. Siehst du mal. Aber es gibt echt wunderschöne Wörter. Viele verbinden uns mit anderen Menschen, ja? Und manche lassen Erinnerungen wieder aufleben oder von einer besseren Zukunft träumen. Eine Zeit lang habe ich solche Wörter gesammelt. Die da draußen haben auch alle solche Wörter. Welche, die sie am Leben halten. Weil deren Sinn, deren Bedeutung, deren Klang sie an das Leben bindet. Wie Fantasie zum Beispiel. Das Einzige, das hilft, diese scheiß Realität zu ertragen. Was wäre deins gewesen? Ich hab keine Ahnung. Stimmt, ich vergaß. Du hattest ja gar keins. Hast dich ja umgebracht. Sorry.
Siehst du? Dutzende Wörter. Und jedes Wort ein Leben. So schwer wäre das gar nicht gewesen. Aber wozu Wörter? Wozu miteinander reden? Wenn man auch Waffen hat. Ja. Ich hab Mama nach Dingen gefragt, die du gemacht hast, die dich ausgemacht haben. Daraus habe ich eine Liste erstellt. Ich muss ja schließlich wissen, was einen echten Mann ausmacht. Ganz oben natürlich die Klippe und der Sprung. Der Grund, warum wir hier sind. Dann gab's dann auch diese fremde Frau, die du geküsst hast. Ja. Ich weiß alles, ich weiß alles. Brauchst gar nicht so gucken. Das mit dem Menschen töten, werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Das ist auch fraglich, ob das wirklich männlich ist. Ich meine, Opa war ja auch im Krieg. Wie viel Menschenleben an unserem Blut kleben muss. Echt, echt ekelhaft. Jedes Leben ein Stern. Mama meinte, du hast oft hinaufgesehen und sie gezählt. Jeden einzelnen. Vielleicht ist das ja das Männliche. Sich seinen Taten stellen.
3, 6, 7. Es werden immer mehr. Egal, wo man hinsieht. Zum verrückt werden, ey. Du fragst dich bestimmt, warum wir hier sind, oder? Statt andere Väter zu töten, hättest du mir einer sein können. Jetzt habe ich niemanden mehr, der mir die ganze Scheiße zeigt. Außer dem Sprung. Mehr ist nicht. Und das ist auch fraglich, ob das funktioniert. Wenn ich es schon nicht mal schaffe, diese Sterne zu zählen. Was für eine Enttäuschung ich sein muss. Kaum auszuhalten. Aber weißt du was? Ich glaube, ich vermisse dich trotzdem. Gute Nacht, Daddy. Gute Nacht.
Showdown, Dad. Irgendwie bezweifle ich ja, dass du da runtergesprungen bist. War damals eigentlich auch Opa dabei, oder? Dann ist der da auch nicht runtergesprungen. Ganz sicher nicht. Sieht echt, echt ungesund aus. Ich sag dir, wenn du wolltest, dass ich springe und nicht mehr hochkomme, dann gnade dir, dann gnade dir. Weil ich tu's, ich spring. Pass auf. Weißt du noch, als du mir diese eine Geschichte erzählt hast? Weil Fische Fische fraßen, sprang der kleine Fisch zurück ins Meer. Passt irgendwie? Passt. Irgendwer muss die Familienehre ja retten. Du willst wissen, ob ich mich männlicher fühle, oder? Nicht wirklich. Aber das war ein richtig geiles Gefühl. Zu fallen, wenn einem einfach alles egal ist. Ich glaube, Männlichkeit muss irgendwo innen liegen. Außen wäre es so leicht zu finden. Für was soll man Menschen verurteilen? Für das, was sie tun? Oder für das, was sie nicht tun? Man muss sich entscheiden. Leben oder sterben. Beides verlangt Mut. Danke. Das ist falsch. Irgendwie. Das ist zu einfach. Ich muss mehr dieser Wörter finden. Dieser schönen Wörter. Um das hinter mir lassen, was meine Familie sich aufgeladen hat. Das ist der einzige Weg. Aber keine Angst, ich verurteile dich nicht. Ich meine, es ist echt schön hier. Wirklich. Und das, was du gesehen hast, muss echt übel gewesen sein. Und außerdem hattest du auch niemanden, der dir das Ganze zeigt. Ich bin dir sogar dankbar. Ohne dich wäre ich nicht gesprungen. Und dann stände ich jetzt nicht hier vor dieser Entscheidung. Und dann wüsste ich auch nicht, was ich anders machen muss. Das ist schon gut so. Wohin soll man gehen, wenn man nicht weiß, wer man kommt? Sehen uns.
Als ich klein war, hat mir mein Vater immer von dieser einen Klippe erzählt. Ganz weit weg, in einem fernen Land. Laut einer Sage soll es die Klippe sein, durch die die Männer ins Leben kommen. In seiner Jugend ist er dort zum Mann geworden. Er hat immer versprochen, eines Tages mit mir dorthin zu fahren, damit auch ich meinen großen Sprung wagen kann. Was er mir nie erzählt hat, war, dass die Männer dort nicht springen, sondern stets aus den Wellen kommen. Nur eins der vielen Dinge, die er irgendwie falsch verstanden hat.